herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp Lintfort. Aus Kamp Lintfort? Aus Kamp Lintfort. Das ist überraschend jetzt. Ja. Weltmetropole Kamp Lintfort. Mittlerweile hat der Rufen sucht eine Wohnung in Kamp Lintfort. Der findet das so schön hier. Ja. Der ist so ich, oft. Ich campe doch vorne bei dir vor der vom Firmengebäude. Das ist so, so malerisch, da kann man auch Urlaub machen. Ne? Aber nicht, dass jetzt deine, die ganzen Fans, die kommen jetzt und machen dann einen Campingplatz auf. Naja, wegen dir. Ja. Wegen dir. Nein, heute geht es weiter zum Thema Audi Coupé. Richtig. Der Rufen hat den ST-Fahrwerk mitgebracht, ja, den Prototypen ja, quasi. Also ich zeig euch, oh, das sieht echt sexy aus. Guck mal. Allein die Farben. Ah. Komm. Ah. Das Orange. RAL 2002, angelehnt an die Audi Sportfarben. Mhm. Weißer Tragfeder. Guck mal hier. Guck mal. Haben sie extra hier. Ja? Das ist ja geil. Ja? Bei uns in den Fahrwerken, wir haben ja limitierte Serie, 40 Stück. Ja? Steht Prior Design, Dr. Crazy und JP drauf. Ja. Und jeder kann sich seiner Nummer von dem Bodykit, was er hat, ne? Die sind durchnummeriert, kann er übernehmen. Bei mir steht jetzt hier RM von 40, weil wir quasi die drei Fahrzeuge haben ohne Nummer sozusagen, nur die drei Prototypen. Mhm. Und ihr habt ja dann durchnummeriert von 1 bis 40. Genau. Also wer sowas zum Fahrwerk haben möchte, der kann gerne bei uns das ordern auf der Homepage. Vielleicht können wir hier einen Link einblenden und Action machen. Jetzt kommen wir her. Heute filmt übrigens der Kumpel von Ruwe. Dennis Fassold, ja. Könnte aber ein bisschen Liebe schenken bei Instagram und so, ne? Und seid nicht so gemein zu ihm, falls was unschau wird. Ja. Weil mein Kameramann hat mittlerweile Urlaub. Hat Urlaub. Da geht es aber gut, oder deinen Mitarbeitern. Urlaub hat er? Weihnachten. Das ist auch nicht schlecht, ja. Stimmt. Wir haben ja Weihnachten quasi. Komm mal her. Dennis, geh mal von da. Jetzt kannst du gucken, kannst du zeigen, wie das Auto schon steht. Ihr müsst natürlich eins euch bedenken, da stimmt die Fahrhöhe noch nicht, weil das Fahrwerk ist noch nicht eingestellt. Also das müssen wir sagen. Also das Auto ist natürlich, das kommt noch tiefer. Keine Sorge. Mhm. Und es fehlt natürlich auch noch von der Einpresstiefe, stimmt es auch nicht. Also stance-mäßig, da muss natürlich noch die Sandscheibe drauf. Mhm. Warum haben wir das gemacht? Weil man kann natürlich sagen, man kann in der Hinterachse theoretisch ein viel breiteres Rad fahren. Ich habe das auch bewusst nicht gemacht, aus folgendem Grund. Da es ein Quattro ist, ist es einfach vom Torsendifferenzial besser, du fährst vorne und hinten die gleiche Reifendimension. Mhm. Ja? Das heißt, die Breite der Felge ist durch die Reifendimensionen festgelegt. So, jetzt kann man natürlich trotzdem hingehen und kann über die Einpresstiefe dieses Rad noch weiter rausziehen. Na, dann wird halt hier das Bett wird größer. Genau. Das wollte ich aber nicht, weil bei Heckantriebsautos ist das ziemlich cool, wenn das so vorne so extrem unsymmetrisch ist, dass du vorne ein viel schmalerer wie hinten das Bett hinten viel breiter ist. Ich wollte das halt so bewusst so von der Optik her so haben, dass das ein Unterschied ist. Man sieht hier einen Unterschied vom Bett. Ist schon weniger Bett als hinten, aber es ist ein kleiner Unterschied. Und das wollte ich einfach aus optischen Gründen. Das könnt ihr dann machen, wie ihr es wollt. Also je nach Geschmacksrichtung sozusagen. Mhm. Und genau. Die Felgenfarbe, schauen wir mal, ob das so bleibt. Das hängt so ein bisschen von der Autofarbe ab, die wir jetzt noch nicht verraten. Also soll ich nie sagen, dass der... Nein, das sieht man. Genau. Ja. Das ändert es aber, du kannst auch sagen, weil das ändert sich, ich kann euch sagen, das ändert sich bei mir 10 Mal am Tag. So dass erst, wenn es beim Lackierer steht und ich sagen muss, bitte den Lackcode verwenden, erst dann ist es final, wenn es gespritzt ist. Ja? Weil das ändert sich bei mir leider öfters noch. Ja, ja? Das ist Industrie. Nein, beim Privatmann. Da ändert sich nur sehr viel. Nein, Industrie denken. Was mir richtig fett gefällt, ne? Ja. Sind die Reifen von Toyo. Ja, das sind teure Reifen. Das fand ich auch. Die machen eigentlich bei dem Auto ja wenig Sinn, ne? Weil das ist ja kein Rennstreckenauto. Aber sie sehen einfach so geil aus. Ja. Und ich wollte dann unbedingt die Toyo Proxis 88R ist das. Mhm. Und die sehen halt richtig rennsportmäßig aus. Deswegen habe ich mich, aber das kann ja auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mich aber bewusst für einen Reifen entschieden mit einer relativ hohen Flanke, weil der Toyo, der ist sehr, sehr eckig geschnitten. Mhm. Das heißt, es sieht eher rennwagenmäßig aus. Und das Auto soll am Schluss, also mein Auto, soll wirklich eher rennwagenmäßig aussehen. Da wird viele von euch werden vielleicht sagen, ich hätte jetzt ein 19 Zoll Rad geholt mit mehr Stretch noch, dass der Reifen einfach noch mehr gespannt ist. Ich habe halt jetzt mich für diese Rennsportoptik entschieden und da brauchst du halt, da macht zu viel Stretch keinen Sinn. Ja? Weil kein Rennwagen fährt halt so viel Reifenstretch. Das stimmt. Wir haben viele neue Teile wieder gefräst, die wir jetzt montieren. Sucht ihr da. Was hast du denn überhaupt? Ihr müsst jetzt mal mich einmal vielleicht loben, ne? Wie ich das so professionell hier angeklebt habe. Das war nämlich, ich muss nämlich der Andreas in Schutz nehmen, nicht, dass ihr denkt,
Was machen die denn dabei Prior? Das muss ich sagen, das war moi höchstpersönlich mit dem Klebestreifen. Ja. Weil ich hatte das nicht so gut und ich hatte es auch nicht so ganz toll hingeklebt, muss ich sagen. Hier ist es so ein bisschen verknuddelt. Ja. Aber ah ja, das ist ja nur, wir machen das gleich ab. Ja. Achso, ja. Das bleibt gar nicht so. Achso, achso, okay. Ich meinte, wir machen nur so für Video. Kurz dran, dann müssen wir wieder abmachen und dran. Wenn wir das jedes Mal so professionell kleben würden, dann macht keinen Sinn. So sieht's aus. Jetzt erzähl mal, das ist aber, was sind das jetzt für Material? Was hast du das jetzt? Das ist auch Glasfaser. Ah, okay. Wir müssen drehen. Ich brauche auch Weihnachten. Urlaub brauche ich. Achso, die Dinger stehen ja. Lass die Dinger stehen ab, ja. Ist natürlich. So sieht's aus. Jetzt gehen wir weiter vor. Was wundern? Ist es weiter gemacht. Das heißt, oberer Teil ist gefräst. Mhm. Ja, jetzt werden wir das an die originale Haube wieder zusammen verbinden, spachteln. Mhm. Ja, dann schön glatt machen. Dann machen wir die Originalhaube, hast du die ganze Halter. Ja. Ja, von der anderen Seite und dann unsere von der Seite. Und da, dann bauen wir das Werkzeug davon. Aha. Erst dann. Das ist geil. Das ist geil. Das ist echt. Also nicht, dass ihr denkt, dass hier die ganzen Gitter und so weiter reinkommen, das wird. Ja, das ist echt mega. Weil nicht, dass ihr denkt, dass das bleibt nicht ein Aufsatzteil, sondern das ist jetzt nur ein Aufsatzteil, dass man quasi diese Zusatzkontur auf der Haube hat. Hier kann man noch sehr schön alles spielen, wenn du direkt eine ganze Haube fräst. Ja. Da kannst du sagen, weißt du was, das ist zu groß. Ja. Das ist manchmal so. Auf eine Zeichnung ist eine Geschichte, live ist eine andere Geschichte. Ja, also hier können wir noch. Egal was, ändern. Wenn wir sagen, okay, das ist zu eckig, wir machen das runter oder was auch immer. Bevor wir Werkzeug bauen, können wir alles ändern. Perfekt. Aber ich finde, das sieht schon gut aus. Schon gut aus. Von vorne sieht das schon, also vor allen Dingen, wenn man in die Hocke geht, man muss immer so ein bisschen in die Hocke gehen. Ja. Das ist fett. Was haben wir noch gemacht? Das geht weiter. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, diese Jugend, aber das trifft bei mir nicht mehr zu, ne? Diese alten Säcke. Ja, natürlich sind wir jung. Und knackig. Da knackst hier und knackst da. Ja, knackst sie mal, ja. Wir haben die Flussschlange kopiert, die Originale, weil die passt ja auch nicht mehr so, wie die geplant ist. Wegen Ladeluftkühler passt die nicht, ne? Genau, so ist. Habe ich letztes Mal erklärt, weil im Prinzip das Rendering basierend auf der Saugmotor-Variante war. Die meisten aber wahrscheinlich ein bisschen Leistung in dem Koffer fahren werden und da brauchst du einen Ladeluftkühler. Genau so ist das. Und jetzt muss ich zusagen, ich habe noch ein bisschen breiteren Ladeluftkühler. Normal ist ja der S2-Ladeluftkühler, der RS2-Ladeluftkühler, der ist ungefähr einen Zentimeter weniger, sodass bei mir natürlich der Ladeluftkühler nochmal ein bisschen mehr aufbaut. Mhm. Das sind zwei, weil der Andreas hat gemeint, die sehen aus, wie hast du gesagt, die sehen aus wie bei der Deutschen Bahn in der Heizung. Und in Wirklichkeit, jetzt muss ich sagen, sowas sagt er, in Wirklichkeit sind es vom GT2 RS, also vom 997 GT2 RS, in Reihe geschaltet, die Ladeluftkühler. Ja, also die sind normalerweise hin und die zusammengesetzt. Und ja, der kleine Deckel ist auch gefräst. Und zwar sieht der so aus. Ja, das können wir aus Carbon bauen oder. Aus alles Carbon finde ich geil, ja. Finde ich ja persönlich geil, aber. Mhm. Ja. Hast du Klebeband? Klebeband habe ich da hier. Ja. Zack. Im Prinzip kommt das so. Okay. So, gerade kleben. Wichtig ist, dass man es einfach hier wie so ein Paketbote einfach klebt, ja. So sieht das aus. Aber jetzt. Boah, ehrlich? Da ist noch mehr. Ja, da ist noch mehr. Ein Arsch hat draußen bekommen, ne? Ja. Das wird gut. Das wird richtig, richtig, richtig gut. Das ist geil. Also ich finde, das Ding wird sehr, sehr heiß. Das wird echt geil. Ne? So, sollen wir Feier machen? Ja. Für heute. Pass mal, jetzt müssen wir. Puh, jetzt haben wir echt genug gearbeitet, oder? Hier. Wir haben das alles auf der GoPro drauf. Ja, Welzer hat sich hingelegt, ich bin ehrlich. Beim Herrn Welzer ging es nicht so gut. Warum ging es ihm denn nicht so gut? Er hat Kopfschmerzen gehabt. Wir hatten gestern eine leichte Weihnachtsfeier, vielleicht sieht man das. Eine leichte. Mit alles Familienangehörige, zwei Haushalte. Alles konform. Richtig. Und wir saßen so mit Abstand mit allem drum und dran. Ja, Platz hast du hier oben. Da kann ja jeder in eine Ecke und dann. Genau. Und da halten wir uns für WhatsApp.
die moderne Weihnachtsfeier. Nein, Spaß. Okay, machen wir Schluss für heute. Alles klar. Also. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.